Solterra. Was klingt wie eine Stadt an der spanischen Costa Brava, ist in Wirklichkeit Subarus erstes Elektroauto. Das Crossover-SUV wurde zusammen mit Toyota entwickelt, kostet aber 11.000 Euro mehr als sein japanischer Zwilling, sprich 58.500 Euro. Ist der Solterra völlig überteuert oder ist er seinen Preis wirklich wert? Bei dem Preis sind die Erwartungen dementsprechend hoch. Ja, ich weiß, Elektromobilität ist erstmal immer ein bisschen teurer, aber das ist natürlich auch saftige 15.000 Euro teurer als ein noch größerer Subaru Outback, der konventionell angetrieben wird. Daher muss der Subaru Solterra abliefern, und zwar in den Kategorien: Fahrverhalten, wie funktioniert die Technik, Qualität und Materialanmutung, Ausstattung und Komfort und dann die Subaru-Tugenden, also Sicherheit und Allradantrieb. Also lange Checklist vor uns, verlieren wir keine Zeit und legen los. Den Allradantrieb testen wir später noch im Offroad-Park. Kann der Solterra alle Hindernisse meistern? Das sieht schon spooky aus hier vorne. Bis dahin geht es auf Spurensuche. Womit ist der Preis von knapp 60.000 Euro zu rechtfertigen? Als erstes springt wahrscheinlich jedem der großflächige Einsatz von Kunststoff um die Radhäuser ins Auge. Dazu eine Frontpartie und Scheinwerfer, die an Ford erinnern. Bis auf ein paar Kleinigkeiten ist das Design identisch zum Toyota BZ4X. Die Heckklappe öffnet serienmäßig elektrisch. Dahinter verbirgt sich ein Kofferraumvolumen von 452 Litern. Im Solterra präsentiert Subaru ein neues, modernes Interieurdesign. Mittelpunkt ist ein 12,3 Zoll großes Hauptdisplay mit Android Auto, Apple CarPlay und Navigation serienmäßig. Typisch Subaru, viele Knöpfe, vor allem am Lenkrad. Der Materialmix macht einen soliden und robusten Eindruck. Angetrieben wird er von 208 PS starken Elektromotoren, einer vorne, einer hinten, gibt zusammen also 218 PS. Klingt nach ordentlich was. Schauen wir mal, nach was sich das anfühlt. Das maximale Drehmoment von 168 Newtonmeter klingt nach nicht viel. Aber typisch E-Auto liegt es direkt an und zieht das Crossover ambitioniert nach vorne. Ich habe in vielen Subaru-Modellen immer dieses recht zähe, lineare CVT-Getriebe kritisiert. Haben wir hier nicht, wir haben ja nur einen Gang hier im Elektrofahrzeug. Und ja, wenn ich hier aufs Strompedal drauf drücke, da kommt direkt was. Das fühlt sich gut an. 6,9 Sekunden ist die Angabe von 0 auf 100. Ich muss schon fast sagen, das fühlt sich schon schneller an. Und auch die Lenkung, oh, das ist echt gut. Also das wankt jetzt nicht übermäßig, für die Fahrzeugklasse echt super abgestimmt. Bei nicht ganz so wilder Fahrweise sollen bis zu 466 Kilometer Reichweite drin sein. Das ist im Wettbewerbsvergleich im Mittelfeld. Das 11.000 Euro günstigere Schwestermodell von Toyota kommt in der Basis mit Frontantrieb und nur einem Motor, der dafür aber schon 204 PS leistet. Optional gibt es den BZ4X auch mit Allradantrieb. Die beiden japanischen Marken kooperieren schon seit 2012. Auch bei der Entwicklung des Elektro-Crossovers wurde das Wissen beider Hersteller gebündelt. Wenn wir speziell auf den Solterra oder auf den BZ4X zu sprechen kommen, profitieren wir von Subaru natürlich von der Kompetenz, von der Elektromobilitätskompetenz von Toyota. Toyota profitiert natürlich von Subaru, von der Allradkompetenz. Die Allradkompetenz stellen wir später noch unter Beweis. Was das Elektrothema angeht, die 71,4 Kilowattstunden große Batterie im Subaru lässt sich mit maximal 150 kW aufladen. Bedeutet, in einer halben Stunde ist der Akku von 10% auf 80% geladen. Ein ordentlicher Wert. Nächster wirklich großer Pluspunkt ist die Basisausstattung. Auch in der Ausstattungslinie Comfort ist schon sehr viel mit drin. 360-Grad-Kamera, Einparkhilfe, Sitzheizung vorne und auch hier das schöne große 12-Zoll-Touch-Display in der Mitte. Und noch besser, Subaru hat einfach mal alles an Assistenzsystem und Sicherheitssystem, was sie so zur Verfügung haben, mit in die Basis reingepackt. Finde ich gut. Also Totwinkelassistent, Querverkehrswarner, Notbremsassistent, alles.
Damit fährt auch der Solterra erwartungsgemäß für einen Subaru Bestnoten bei Crashtests ein. Die höchste Ausstattungslinie Platinum Plus kostet mit 62.000 Euro gerade einmal 3.500 Euro mehr als die Basis. Und da ist bis zum Panoramadach wirklich alles drin. Die Grundausstattung beim Toyota BZ4X ist nicht so üppig. Mit vergleichbarer Komfortausstattung schrumpft der Preisunterschied der Basismodelle auf rund 4.000 Euro. Und das ist der Mehrpreis für den Allradantrieb. Subaru-Modelle stehen für Zuverlässigkeit und Robustheit. Dafür sind die treuen Subaru-Kunden gerne bereit, etwas mehr zu zahlen. In Europa hat die Marke oft das Problem, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt. Man spricht ja hier von der sogenannten Loyalitätsquote. Und wir haben eine Loyalitätsquote jenseits der 75%. Und das ist für die Branche schon ein relativ guter Wert. Loyalitätsquote bedeutet ganz einfach, wie zufrieden sind die Kunden mit der Marke? Wie kommt der Kunde, der einmal einen Subaru gekauft hat, wenn der sein nächstes Fahrzeug kauft, kommt er dann wieder zurück zur Marke, kauft er wieder einen Subaru oder entscheidet er sich vielleicht für etwas anderes? Und wir sind hier sehr stolz darauf, dass wir eben eine sehr hohe Loyalitätsquote haben. Das heißt, die Kunden, die kommen wieder zurück. Man kann in vielen Fällen sagen, einmal Subaru, immer Subaru. Viele Fans verdankt der Hersteller ihrem Ruf der Allradmarke schlechthin. Wie funktioniert die Mischung aus Elektroantrieb und Offroad? Das erkunden wir auf einer extra präparierten Geländesektion im französischen Elsass. So, jetzt liegt der Offroad-Park hier vor uns. Und bevor wir uns mit dem Solterra auf die ganzen Hindernisse wagen, wollte ich noch eine Sache zeigen, nämlich den Platz hier hinten drin. Ich setze mich mal hier rein. Der Sitz ist wie immer auf mich eingestellt, der Vordersitz. Ich bin 1,93 Meter groß und ey, guckt ja an, wie viel Platz ich hier habe mit den Knien, mit dem Kopf. Fühle mich hier richtig wohl. Ich könnte über lange Strecken hinweg kutschiert werden. So, weiter geht's. Dann stürzen wir uns jetzt ins Offroad-Abenteuer. Und auch wenn unser Solterra mittlerweile auch ein bisschen dreckig ist, nehmen wir einen anderen, der noch dreckiger ist. Unter Anweisung von Offroad-Profis. So, jetzt haben wir dann eine ziemlich interessante Gruppe. Kämpfen wir uns zusammen mit anderen Journalisten in einer Polonaise durch die Wildnis. Wir sind hier unterwegs auf so einem Jägerweg mitten durch den Wald durch, mit doch ordentlichen Schlaglöchern hin und wieder. Also wirklich kleine Herausforderung für das Auto hier. Wir haben 21 cm Bodenfreiheit. Bisher läuft's ganz gut. Der Markenbruder Subaru XV mit Verbrennungsmotor hat mit 22 cm einen mehr. Reicht das auf der Huckelpiste mit teils riesigen Spurrillen? Diese Kuppe leicht versetzt nehmen. Damit wir nicht in der Mitte aufsetzen. Ja, perfekt macht ihr das. Nächster Härtetest, die Schrägfahrt. Das sieht schon spooky aus hier vorne. Aber mit dem tiefen Schwerpunkt dank der Batterien kein Problem. Buchstäblicher Höhepunkt ist die Steilfahrt auf diesen Hügel. Das ist der sogenannte Feldherrenhügel. Und der hat es wirklich in sich. Fantastische Situation, um mit X-Mode hier die ganze Geschichte zu bewältigen. Für den Einsatz im Gelände, für Offroad, hat natürlich Subaru wie schon immer eigentlich den X-Mode mit verbaut. Über den X-Mode bremst dich der Wagen auch selbstständig runter. Und wie schnell der Wagen dabei wird, das kannst du dir jetzt selbst einstellen über diese Wippe hier vorne. Jetzt gerade sind wir auf 5, 6, 7 km/h, die er fährt. Es variiert natürlich, je nachdem, ob ich bergauf oder bergab fahre. Wenn es mir zu langsam ist, kann ich das Tempo einfach erhöhen. Der macht das in einer Ruhe. Und jetzt ist ganz wichtig dort oben, arbeitet mit der Kamera. Hier sehe ich jetzt gar nichts. Hier mache ich einmal den View ein, damit ich in der Spur bleibe. Ah, hier geht's schon mal tief runter. Nicht der typische Waldweg. Am Ende des Geländeparcours sind noch alle Spiegel dran und der Unterboden unversehrt.
So, das war's mit dem Offroad-Part. Wir sind nicht stecken geblieben, wir sind nirgendwo, wir haben das Auto nicht kaputt gemacht und wir haben auch gar nicht mal so viel durchgedreht mit den Rädern. Also ich bin wirklich sehr begeistert von dem Allradantrieb, der hat gut abgeliefert. Und das ist natürlich etwas, da hebt er sich sehr von den Konkurrenten mit ab. Er hat einen Allradantrieb, der auch wirklich für Offroad gedacht ist. Wenn ich mir jetzt die Konkurrenten angucke, die auch einen Allradantrieb haben, dann ist er auch gar nicht mehr so teuer. Der Nissan Ariya ist wie der Solterra 2023 erschienen. Grundpreis 47.500 Euro, aber mit Allrad sind 62.000 Euro fällig. 3.500 mehr als beim Subaru. Dafür gibt's aber auch üppige 306 PS. Die Tschechen schicken den Skoda Enyaq iV ins Rennen. Die 204 PS Version mit Heckantrieb geht bei 49.000 Euro los. Allrad hat nur die Top-Variante RS mit 299 PS, Kostenpunkt ab 63.000 Euro. Die günstigste Alternative ist der Ford Mustang Mach-E. Mit 58.000 Euro gleich teuer wie der Subaru, hat aber etwas mehr Leistung. Nach einem Tag unterwegs im Solterra, wie ist der Eindruck? Ist er seine 58.000 Euro wert? Das ist viel Geld. Fakt. Aber A, sind deine Konkurrenten mit Allradantrieb fast alle noch teurer? Und B, haben wir gesehen, neben dem Allradantrieb gibt es eine Menge Ausstattung und auch eine Menge Platz im Fond. Alles zusammengefasst, muss ich feststellen, ist der Preis schon irgendwo gerechtfertigt. Und jetzt kommt noch ein cooler Fact zum Schluss. Beim Solterra gibt es nicht nur eine 5-Jahres-Herstellergarantie, sondern 8 Jahre. Und die ist wirklich umfassend. Da ist alles mit dabei. Es geht bis zu einer Mobilitätsgarantie, wo dir sogar ein Abschlepper einmal im Jahr bezahlt wird, wenn du es nicht rechtzeitig zur Ladesäule schaffst.